Unbefristete Erwerbsminderungsrente wegen Wegeunfähigkeit erstritten. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Wir alle wissen ja, eine Erwerbsminderungsrente kann man ja nur bekommen, wenn man weniger als 6 Stunden auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt pro Tag, also kalendertäglich, beruflich erwerbstätig sein kann. Ja, dann kriegt man meistens eine teilweise Erwerbsminderungsrente. Es gibt aber Fälle, wo Leute oder Betroffene leicht mit großen Einschränkungen leichte Tätigkeiten vollschichtig am allgemeinen Arbeitsmarkt ausüben können. Und da gibt es Ausnahmefälle, dass auch diese Betroffenen unter bestimmten Umständen Anspruch auf eine Erwerbsminderungsrente haben. Also die können 6 Stunden arbeiten, haben trotzdem Anspruch auf eine Erwerbsminderungsrente. Und ein so ein Fall ist, der Klassiker ist die Wegeunfähigkeit. Das Wegeunfähigkeit oder Wegefähigkeit ist praktisch ein Teil der Erwerbsfähigkeit, dass ich also als Versicherter in der Lage bin, meine Arbeit auszuüben, muss ich ja auf Arbeit kommen. Das heißt also, ich gehe dann frühs von meiner Wohnung oder wo auch immer zur Arbeit und auch zurück. Und da sagt die Rechtslage, wenn man also 4-mal am Tag 500 Meter gehen und laufen kann in einer bestimmten Zeit, 20 Minuten pro Strecke, ist man wegefähig. So. Und unser Mandant beantragte 2015 eine Erwerbsminderungsrente. Der hatte so also verschiedene Erkrankungen, unter anderem auch wegen psychischer Dinge und so weiter, internistisch und auch orthopädisch. So. Und hatte Widerspruch und Klageverfahren, hat sich im Klageverfahren durch den VDK vertreten lassen. Das ganze Klageverfahren läuft noch beim Sozialgericht in Darmstadt. Und dann gab es sehr, sehr viele Begutachtungen. Also es war für uns auch schon sehr erstaunlich. Eine Unmasse an Gutachten sind da erstellt worden. Internistische Gutachten, psychiatrische Fachgutachten und so weiter. Und irgendwie lief das Ganze alles nicht so richtig zusammen. Und Mitte 2018, so genau weiß ich es auch nicht mehr, bekamen wir dann eine Mail: Können Sie mich bitte vertreten? Ich bin hilflos. Demnächst muss ich Hartz IV beantragen. Ich habe Angst und so weiter. Dann haben wir uns die ganze Sache mal angeschaut und haben dann entschieden, auch in der Kanzlei, ja, wir übernehmen das Mandat. Gesagt, getan. Wir haben dann letzten Endes beim Sozialgericht in Darmstadt uns angezeigt und haben die Akteneinsicht beantragt. Der VDK wusste auch davon Bescheid und wir haben dann erst einmal in der Akteneinsicht, das war also wirklich so eine Akte, haben wir dann die ganzen medizinischen Befundberichte uns angeschaut und waren doch schon etwas erstaunt, dass wir hier sozusagen eine fast eindeutige Befundlage haben. Unser Mandant ist de facto erwerbsfähig. Ja? Aber wenn man genauer hingeschaut hat, gab es hier ein Problem. Unser Mandant hatte natürlich auch am Knie massive orthopädische Probleme. Er konnte nicht mehr richtig laufen. Und das ist niemandem so richtig aufgefallen. Und deshalb haben wir 2018 dann auch einen Schriftsatz an das Gericht geschickt und haben gesagt, also Leute, guckt euch das bitte mal an. Unser Mandant ist doch gar nicht wegefähig. Hier muss ein orthopädisches Fachgutachten gemacht werden. So, zwischenzeitlich hat der VDK die Segel gestrichen und hat uns sozusagen alleine weiter prozessieren lassen. Und die ganze Sache lief so lang hin. Und erschwerend kam noch hinzu, dass dann beim Sozialgericht Darmstadt ein Richterwechsel stattgefunden hat. Und dann tat sich lange Zeit nichts. Und irgendwann mal Anfang 2019 haben wir dann nochmal geschrieben und haben gesagt, Leute, bitte guckt euch mal unseren Mandanten an. Wir brauchen hier eine orthopädische Fachbegutachtung, ob der überhaupt in der Lage ist, 400 Meter am Stück zu laufen. Und wir müssen auch dazu sagen, er hat sogar einen eigenen PKW. Ja? Und dann, nach diesem Schriftsatz im Frühjahr 2019 tat sich lange Zeit nichts und dann bekamen wir auf einmal eine Einladung im Oktober oder September 2019. Kommen Sie doch bitte mal nach Darmstadt. Gesagt, getan, sind wir nach Darmstadt gefahren und haben dort in der Gerichtsverhandlung dann uns erstmal anhören dürfen, warum wir Anwälte hier eigentlich nichts getan haben. Und daraufhin bin ich dann ein bisschen sauer geworden und habe der Richterin mal gefragt, ob sie denn die Gerichtsakte richtig gelesen hat. Denn wir haben im Frühjahr 2019 einen umfangreichen Schriftsatz gemacht. Und da wurde es auf einmal ganz leise und die Richterin sagte dann, oh ja, Sie haben recht, dann liegt es ja doch wohl an uns. Und dann habe ich gleich hinterhergeschossen und habe gesagt, haben Sie eigentlich gesehen, wie mein Mandant in die Gerichtsverhandlung reingekommen ist? Unser Mandant ist nämlich auf Krücken gelaufen. Und dann habe ich beantragt,
dass ein orthopädisches Gutachten gemacht wird. Und das habe ich mit Nachdruck beantragt, denn die Richterin hat sehr wohl gesehen, dass unser Mandant überhaupt nicht mehr richtig laufen kann. Im Ergebnis wurde dieses orthopädische Gutachten gemacht, so mit dem Fingerzeig, naja, da haben Sie aber Glück gehabt, dass Sie Ihren Anwalt mit dabei haben. Das fand ich dann schon ein bisschen komisch. Das hätte selbst die Richterin ohne den Anwalt machen müssen. Aber dann kam es zu dieser Begutachtung und in dem Gutachten wurde wieder festgestellt, leichtes, vollschichtiges Arbeitsvermögen, aber, und das mit ganz klaren Worten, keine Wegefähigkeit mehr. Selbst unser Mandant ist nicht mehr in der Lage, mit seinen schweren Knieerkrankungen, die er hatte, Arthrose und so weiter, überhaupt in sein eigenes Auto zu kommen. Ja, und vor ein paar Tagen, also ungefähr Mitte Januar, bekamen wir einen Anruf von unserem Mandanten. Ja, ich habe bei der deutschen Rentenversicherung angerufen. Ich kriege wahrscheinlich einen Vergleich. Und jetzt, vorgestern, haben wir dieses Vergleichsangebot bekommen und das hat uns wirklich von den Hocker gehauen. Wir bekommen wegen der Wegeunfähigkeit für unseren Mandanten eine unbefristete Erwerbsminderungsrente oder wir nennen sie Erwerbsminderungsrente auf Dauer. Also der kriegt die sozusagen bis zu seiner Regelaltersgrenze. Danach kann er ganz normal in Rente gehen. Und der Hammer ist, er kommt aus dem Hartz IV raus und bekommt das Doppelte an Geld, über 1.300 Euro Erwerbsminderungsrente. Und das haben wir unserem Mandanten natürlich auch telefonisch mitgeteilt. Und er war total von den Socken und hat sich, wir würden salopp sagen, tierisch gefreut. Wir haben uns natürlich auch irre gefreut für ihn. Letzten Endes bekommen wir sogar noch Kosten des Verfahrens gut gesprochen. Also, kämpfen lohnt sich. Eine Ausnahme wahrscheinlich, dass wir eine unbefristete Erwerbsminderungsrente wegen Wegeunfähigkeit hier bekommen haben. Denn normalerweise werden solche Erwerbsminderungsrenten in der Regel befristet bewilligt oder heute sogar nach der Rechtslage schon gar nicht mehr. Näheres zum Thema Wegefähigkeit und Erwerbsminderung finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.